Captain Iglo, sei mit uns. Hoffentlich. Oh, warte mal, wir müssen das Wasser erst ablassen wahrscheinlich. Nein, hier geht's weiter. Ja, Munition. Let's go. Mit Rohrbombe, zack. Kriegst du nicht zu futtern. Du siehst klasse aus. Du siehst ultimativ klasse aus. Es ist so wunderschön. Ja! Attacke! Da bläst er. Oder pumpt er, oder? Und jetzt? Was soll die Scheiße? Hä? Ja, ruhig, Brauner, es wird alles gut, es ist entspann dich, es ist alles wunder... Aber warte mal, hätte das nicht gerade runterfallen müssen? Es jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch verbuggt. Nochmal von der anderen Seite. Ich kann nicht von der... Okay. Auf und runter! Was? Oh, okay. Danke. Oh, shit. Oh, Alter. Okay, alles cool. Wir laufen einfach vorbei. Abfahrt. Bisher ist er mir sogar noch ganz sympathisch hier ein bisschen. Irgendwie. Ich weiß auch nicht wieso. Komm, Junge! Natürlich. Verdammt. Was denn jetzt? Widerlich. Ja, komm rein, Dschungelprüfung, auf geht's. Okay. Alter! Du hast aber schon ein bisschen Bock auf Aufmerksamkeit, ne? Oh oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ethan! Hey, ich bin gestorben! Okay, also die Dinger werden irgendwann wieder einbrechen. Was ich eigentlich auch mit hätte rechnen können. Tatsächlich. Aber ey, komm, Leute, hat keiner gesehen. Wir sind super. Wir sind toll. Zack. Let's go. Oh oh, nicht gut. Vielleicht bin ich auch ein bisschen hektisch. Kann auch sein. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an mir. Ein bisschen.
Aber nur ein bisschen. Ein kleines bisschen. Okay. Okay, hier können wir das ganze Ding zurückballern. Hier können wir gar nichts machen. Nice. Moby Dick, ich bin gleich wieder für dich da. Ist kein Ding. Keine Sorge. Ich möchte gerade nur gucken. Hey, und wo sind die Weißen? Blau, gelb. Ah, lol. Das war da hinten? Ah, hier, lol. Okay, alles klar. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, wir machen erst... Warte, wir gucken kurz. Wir gucken kurz, wir gucken kurz. Wackelt das? Es wackelt auch. Okay. Wir berechnen die Formel. Es wackelt länger, aber, ne? Es hat länger Zeit, glaube ich, ja. Okay. Blau. Und dann orange. Let's go! Shiny! Okay, ruhig, brauner Junge, entspann dich mal. Also, wisst ihr, woran der mich erinnert? Ich bin der Beste! Nein, bist du nicht. Wisst ihr, woran der mich erinnert? Kennt ihr den Simpsons-Film? Mit diesem komischen Atomfisch, Alter? Mit diesen 4 Millionen Augen? Homer hat alles herbeigerufen. Er ist die Katastrophe. Es ist einfach... Es ist so. Ich bin der Beste. Okay. Ran da an den Speck. Ich bin der Beste. Sieh her! Unter! Junge, du bist so langsam, Alter. Du bist ja sogar im Wasser ein Fettsack. Ich nehme alles zurück. Ich habe nichts gesagt. Es ist alles wunderbar. Es ist... Eigentlich voll traurig, weil man bedenkt, dass er einfach nur irgendwie ein bisschen Zuneigung, ein bisschen Anerkennung haben möchte, ne? Schon ein bisschen schade, ey. So. Oh. Ganz entspannt. Okay. Ja. Weg mit der Popel! Weg mit der Popel! Weg mit der Popel! Schön weg damit! Jawohl, wunderbar! Ethan, stark! Natürlich ist der Teller sauberer, als wenn er gerade aus dem Geschirrspüler kommt. Na klar, sicher, auf jeden Fall. Das ist kein Problem. Okay, nehmen wir es mal sehen. Was hat denn jetzt? Müssen wir jetzt angeln? Okay. Cool. Wow, auf. Auf. Ethan, du machst die ganze Atmosphäre kaputt, ne? Ich sage dir ganz ehrlich. Wirklich. Ganze Atmosphäre kaputt. Ist ja schlimm, ey. Oh! Ich muss hier weg! Ja. Scheiße. Komm!
Mann! Aber hey, er macht mir am meisten Probleme bisher. Oder es ist wahrscheinlich einfach nur, es ist einfach nur der Parcours. Das hat nichts mit ihm zu tun. Doch, wir wollen es ihm gönnen. Du bist ganz gefährlich, Fisch. Mensch, Dings. Ich weiß nicht mehr, wie du... Wow, was für ein Fang. Halt dein Maul, Ethan, bitte. Ich muss hier weg. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ruhig. Nicht gut. Los, 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 los. Hopper Reiter, Hopper Reiter. Aber ganz schnell hier. Nimm mal deine Füße in die Hand hier. Zack, zack, zack. Jawohl. Du siehst gut aus. Wirklich. Nicht schlecht. So kann man hier nicht hochkommen, was? So kann man hier nicht hochklettern. Was soll die Scheiße? Oh, lol. Okay, warte, 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 warte. Kurbel. Weh, die bricht jetzt ab, ne? Natürlich. Ethan, du bist so schlau. Du bist so schlau. Das ist hier oben sehr eng, Ethan. Oh, 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 oh. Ja, doch nicht, also. Geronimo. Also, ich habe mich entertained gefühlt, sage ich euch ganz ehrlich, ne? Ich will jetzt nicht, also ich bin froh, dass es keinen Geruchs-PC gibt oder sowas. Aber geiler Mundduft. Okay. Ah, okay, wir haben Strom. Das war unser Problem. Wir brauchten Strom. Duke, Alter, du wirst es nicht glauben, was ich gerade gemacht habe, ey. Duke, Alter. Bist du noch da? Oder eher nicht so? Duke! Ey, Duke, Alter! Wie kommst du hier rein? Wie? Guck dir die Tür an! Ich meine, ich will jetzt nicht auf deine Figur anspielen, aber... Junge, lass doch mal deine Analzigarette weg. Du möchtest etwas kaufen? Ja, Parfüm. Bitte. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Was denn? Was hast du denn Neues für mich besorgt? Du hast gar nichts besorgt, Alter. Halt dein Maul. Das ist gelogen. Ja, siehst du, jetzt ist dein Betrug nämlich aufgeflogen, Alter. So sieht's aus. Schnauze. Kristallfragment. Zack. Verkaufen. Dass du mir sowas überhaupt anbietest. Hier kann ich aber nichts kaufen, oder? Ich brauche nur die Zutaten. Ich muss die Zutaten abliefern. Hier habe ich keine Zutaten dafür. Kräuterfisch. Was will ich denn damit? Mhm. Aber warum? Die maximale Gesundheit steigt geringfügig. Warte mal. Oh! Das wusste ich doch gar nicht, dass wir damit quasi unsere Sachen leveln können. Ach, hör doch auf. Das heißt, das Spiel zwingt uns jetzt, Tiere zu töten? Wirklich jetzt? Das ist nicht schön. Sieh es als Investition, Ethan. Nee, das möchte ich nicht. Du hast ein Auge für Qualität. Danke. Ja, aber ich möchte trotzdem keine Schweine töten eigentlich. Ich möchte eigentlich gar nichts töten. Also, ich möchte eigentlich nur hier raus und möchte mein Kind haben und möchte eigentlich dann wieder gehen. Und vielleicht noch die eine Hälfte meiner Hand. Das wäre halt auch toll. So, lass mich raten, wenn ich das hier drücke. What? Was ist das denn jetzt für eine Scheiße hier? Hä? Wie,
Wieso kann ich das hier nicht anmachen? Ja, da liegt der Zettel. Oh. Ja, gut, Kevin, das, Warte mal, habe ich das richtig gemacht? Ich guck gerade, ich... Ich dachte gerade, hä? Wie kriege ich denn das schwarze Kästchen da runter? Okay, wir sollten ganz schnell weg. Aber ganz schnell. Hallo. Na du? Geschafft. Und was macht er jetzt? Läuft er jetzt auf Grund oder was? Oder was passiert da jetzt? Als ob das einfach da alles rausläuft. Oh oh, ich habe kein gutes Gefühl. Ich habe absolut kein gutes Gefühl. Duke, wenn man ist, ich sag Bescheid, ne? Ich melde mich wieder bei dir. Ist kein Ding, oder? Ich hoffe es zumindest. Let's go. Ja, er kann nicht mehr surfen. Das heißt, er trocknet jetzt aus, oder was? Oder was? Oder wie? Oder wo? Oder warum? Alter. Wo ist der? LOL! Oh nein, das wird der Bossfight, oder? Ey, wir werden so drauf gehen. Das sind Hühner? Jawohl, Tiere töten! Natürlich ganz schnell mit Rohrbomben. Hi! Hi! Ich kann nicht mal Hühner töten. Ich kann... Sorry, Alter. Tut mir voll leid. Sorry, Entschuldigung. Wo ist denn das andere Hühnchen? Das ist aber weggehopst. Huni. Da müssen wir jetzt durch, Leute. Also, wenn wir da die Sachen skillen wollen, dann müssen wir da durch. Okay. Let's go. Oh, Quasimodi. Zeig mir deine Schlabberflosse. Komm schon. Zeig her deine Schlabberflosse. Du willst es doch auch. Oder nicht? Oder nicht? Oh oh. Oh oh. Ich habe absolut keinen Bock auf... Hä? Ich habe absolut keinen Bock auf Bossfight, ne? Ich habe absolut keinen Bock. Ich möchte nicht. Ich möchte nach Hause, möchte Pantoffeln anziehen und möchte eigentlich nur schlafen. So richtig schön kuschelige, warme Füßis haben. So richtig toll. Aber nee, wir können hier wieder hochlaufen? Das ist ja doppelt und dreifach schön. Okay. Erster Oktober, ein sonniger Tag. Mutter Miranda hat mir 5 Leute aus dem Dorf gebracht, wie ich sie gebeten hatte. Ich habe sie mit einer Flüssigkeit einschlafen lassen und ihnen dann das Kadu in ihre Bäuche getan. Ich freue mich schon darauf, wie es in ihnen heranwächst. 2. Oktober, ein wolkiger Tag. 4 von den Leuten aus dem Dorf waren heute Morgen tot. Einer ist fast ein Lycan. Ich habe ihn in meinem Labor in den Bergen geschickt. Ich habe schon wieder versagt. Mutter will starke Hüllen, aber ich kriege keine hin. Ich brauche mehr Leute aus dem Dorf. Schön. Was ist das denn? Leute, wo ist der Granatwerfer? Ich dachte, wir kriegen den jetzt. Nice. Okay. Sind hier Tiere? Sind hier...
wunderschöne Wesen. Natürlich kriegen wir jetzt ganz viel Material. Leute, wir werden sowas von jetzt Bossfight machen. Aber 100%. Wir werden einfach gleich gegen die Popelblase kämpfen. Oder jetzt schon. Du wirst stolz sein, Mutter. Sieh her. Oh mein Gott. Keine Wahl. Oh mein Gott. Was? Oh oh. Oh mein Gott. Bleib in Bewegung. Halt die Schnauze. Na komm her. Okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber ist kein Ding. Wir werden tanzen. Wenn du tanzen willst, dann tanzen wir mit dir. Okay, wir müssen uns anscheinend irgendwo unterstellen oder was, denke ich mal. No, let me go! Chris, what the hell? Why? Ethan Winters. Ethan Winters, Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. Four. Ethan. Ethan Winters.